Die nächste Sprecherin hat sexuelle Belästigung, Mobbing und einen Krieg überlebt. Sie ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es sich lohnt, auch die schmerzhaftesten Erlebnisse aufzuarbeiten, um daraus Kraft für eine glückliche Zukunft zu ziehen. Heute zeigt sie anderen Frauen, wie sie ihre eigene Stärke finden, um in eine selbstbestimmte, positive Zukunft zu starten. Begrüßen Sie mit mir Corinna Kirchhöfer! Eine Frage zum Anfang. Wie viele von euch haben einen Gartenstuhl zu Hause? Hände einmal hoch. Kennt man, ne? Wo steht der normalerweise? Im Garten, richtig. Jetzt gerade eingemottet für den Winter. Ich hatte auch mal so einen Gartenstuhl. Stell dir vor, so einen Plastikstuhl, diese richtig günstigen Dinger, die kann man stapeln, die kennt ihr. Und dieser Stuhl hatte ein Loch in der Mitte. Wie viele von euch haben einen Stuhl im Garten mit Loch in der Mitte? Keiner, ne? Jetzt denkst du dir vielleicht, hä, hat die Alte eine geraucht? Nee, heute ausnahmsweise nicht. Ich hatte wirklich so einen Stuhl, so einen billigen, günstigen Plastikstuhl mit einem Loch in der Mitte. Und eines Tages saß ich da drauf, Füße im Sand, geiles Wetter, die Sonne scheint und Scheiße. Bounce! Und ich denke mir so, fuck. Jetzt hat sich wieder irgendwo jemand in die Luft gesprengt und wahrscheinlich ist wieder jemand gestorben. Ich war 12 Jahre Soldatin. Ich war in Afghanistan und ich habe in diesem beschissenen Land mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich habe alles getan in dieser Männerdomäne. Ich habe Extradienste geschoben, ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe alle hinter mir gelassen. Was immer beachtet wurde, waren meine Möpse. Aber was mir immer gefehlt hat für die Anerkennung, die ich gebraucht hätte, Eier in der Hose. 8 Jahre später sitze ich wieder auf einem Stuhl. Wieder auf einem Stuhl. Keine Angst, diesmal ist mein Bürostuhl. Ja, der hat auch kein Loch. Ich bin selbstständig, ich habe fast 5-stellige Umsätze geknackt. Aber irgendwas fehlt. Kennst du dieses Gefühl dieser schweren Brust? Dieses Gefühl, so eine Last auf den Schultern zu haben, was dich irgendwie runterzieht? Diesen Rucksack, der immer schwerer wird nach hinten und du weißt aber nicht warum. Du stehst auf der Stelle, du kommst nicht vorwärts. So ging es mir. Und da habe ich die Augen offen gehalten und ein paar Wochen später sitze ich auf einem Seminar, so wie ihr jetzt. Und vorne auf der Bühne steht ein Mann, der erzählt von Reichtum, von Erfolg, von Mindset. Motivier dich selbst und du wirst erfolgreich. Aber der hat auch die Schattenseiten erzählt. Sexuelle Belästigung, Missbrauch, fehlende Liebe und fehlende Anerkennung. Und da passiert's. Meine Seele bricht auf, meine Seele fängt an zu schreien, die Narben überall in meinem Körper, aus meinem Inneren, die brechen auf, die eitern so eklig und schreien, Corinna, bitte, lass uns heilen, lass uns ein neues Leben beginnen. Und an dem Tag beginnt mein neues Leben. Heute zeige ich anderen Frauen, wie sie die Vergangenheit mit einem roten Faden mit ihrer Zukunft verbinden. Ich zeige ihnen, wie sie Unternehmerin werden, ja sogar Investorin werden. Ich mache mit ihnen die richtigen Business-Strategien. Ich manage mit ihnen ihren Alltag. Und ich zeige ihnen, wie sie die Gesundheit so nach oben pushen, dass sie endlose Energie haben für alles, was auf der To-Do-Liste steht. Und ab sofort gehen diese Frauen mit jeder Menge wiedergewonnener Freizeit, mit Freiheit und Achtung, mit 100% Selbstbestimmung dem roten Faden entlang der Zukunft entgegen. Dankeschön.